Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine neue Spitzhacke bekommt, Leute. Und zwar ist das hier diese Hulk Smashers. Und ihr kriegt noch einen Bonus-Stil, die Hulkbuster. Ja, wie ihr die Spitzhacke bekommt, Leute, das geht nur auf der Xbox One oder auf der PlayStation 4. Und zwar kommt ein neues Marvel's Avengers raus. Und dort könnt ihr halt in der Beta zocken und Herausforderungen abschließen. Dann bekommt ihr die bei Fortnite. So Leute, wann sind die Termine? Also für alle, die sich das Spiel vorbestellt haben, die können von 7. bis zum 9. August bei der Vorbesteller-Beta das Spiel zocken, die Herausforderungen abschließen, und somit, die Spitzhacke hier freischalten. Oder für die, die das Spiel nicht vorbestellt haben, für die Open Beta, für die PlayStation 4 und Xbox One einmal vom 14. bis zum 16. August könnt ihr das dann zocken und vom 21. bis zum 23. August, Leute. Ihr müsst einfach das Spiel dann in der Beta zocken. Ihr erfüllt dann bestimmte Herausforderungen. Das sind insgesamt 3 Stück, wie ihr hier seht. Und bekommt dann bei Fortnite die Spitzhacke. Was ihr machen müsst, Leute, ihr müsst wie immer euren Epic-Account verknüpfen mit eurer PlayStation oder Xbox. Und einmal hier auf dieser Seite werde ich euch auch verlinken. Also ich werde euch die komplette Infoseite verlinken, dann könnt ihr draufklicken. Hier geht ihr auf die Seite, ihr müsst euch einen Account erstellen, jetzt beitreten, meldet euch halt an und registriert diesen Account hier auch nochmal, also verlinkt den auch nochmal mit eurem Epic-Konto, damit ihr die Drops bekommen könnt, Leute. Falls ihr das dann gemacht habt, könnt ihr dann die Mission zocken, bei der Open Beta mitspielen und die Mission zocken und die Spitzhacke freischalten. Für alle die jetzt keine PlayStation 4 haben oder eine Xbox One, keine Sorge, die Sachen werden auch nochmal in den Shop kommen. Da steht hier, ihr könnt nicht an der Beta teilnehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Spitzhacke Hulk Smashers mit dem Hulkbuster-Stil auch im Item Shop erhältlich sein. Ja, Leute, also keine Sorge, ihr habt auch die Möglichkeit, diese Spitzhacke zu bekommen. So, das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.